Einen wunderschönen guten Tag, wir sind's wieder und wir sind in Hochdorf-Assenheim bei Reisemobile Euch und wollen euch den neuen Pössl Roadster 600L auf Citroën-Basis vorstellen und den stellen wir euch jetzt kurz nach dem Intro vor. Wir haben hier ein Fahrzeug mit 6 Meter Länge und ich zeige euch jetzt mal das Fahrzeug von außen. Der Pössl ist von außen her wirklich sehr, sehr schön. Ja, auch diese innenliegenden Fenster finde ich total geil. Ja, wir haben hier auch eine elektrische Zuziehhilfe, habe ich gerade eben gemerkt. Wir haben hier Alufelgen. Ja, das ist wie gesagt eine Citroën-Basis mit 165 PS. Lackierte Stoßfänger, damit lässt sich echt was anfangen. Also der sieht echt sehr, sehr gut aus. Hier ist dann, wie gesagt, die Klappe für die Kassettentoilette. Hier haben wir dann den Landstromanschluss. Und wir gehen mal auf die Rückseite, gucken uns das Fahrzeug mal von hinten an. Schöne Fenster in den Hecktüren drin und öffnen wir doch jetzt einfach mal und schauen doch mal hinten rein, was da drin steckt. So, wir haben hier zwei Längsbetten mit richtig viel Platz, dass wir unten drunter auch einen richtig großen Stauraum haben, wo ihr auch einiges unterbekommen könnt. Natürlich habt ihr hier auch die Möglichkeit, dann das Bett auf die Seite zu klappen und so könnt ihr euch dann auch viel mehr Raum innen drin schaffen tagsüber, wenn ihr jetzt nicht im Bett liegen solltet. Und ich würde sagen, es ist richtig kalt. Wir gehen jetzt mal in das Fahrzeug rein. Ich finde den schon schick, wenn man hier steht. Ja. Wir haben hier als allererstes einen Dometic-Kühlschrank und zwar mit doppeltem Anschlag, Eisfach, Frischhaltefach und wir können aber auch von innen aufmachen. Aber was ich halt so richtig cool finde, ihr sitzt draußen auf euren Stühlen, habt da vielleicht eine Markise dran, ja, es ist Sommer und ihr holt ja einfach das kalte Bier raus, was Geileres gibt es doch gar nicht. Und finde ich einfach geil. Dann haben wir hier in dem Küchenblock ganz klassisch einen Zweiflammen-Gasherd mit versenkbarer Armatur. Hier haben wir natürlich dann drei Schubladenauszüge und die sind schon tief. Da passt einiges rein. Hier unten haben wir eine Schublade und da unten haben wir dann eine Mini-Schublade. Was heißt Mini? Manch einer würde sich so eine große Schublade wünschen. Und überhalb der Küche haben wir dann natürlich auch noch ein kleines Staufach. Relativ großzügig, muss ich sagen, mit dem kleinen Ablagefach unten, eventuell für Gewürze. Alles, was man so braucht, Tee oder sonst irgendwas. Hier jetzt einfach mal auf den Punkt gebracht. Hier haben wir dann die Längsbetten und ich muss sagen, vom Platz her, ich lege mich jetzt nicht mit den Schuhen drauf, muss ich sagen, hätte ich hier wirklich Platz zum Schlafen? Ich meine, ich schlafe sowieso ein bisschen angewinkelt, was ich richtig geil gelöst finde. Ich habe ja so viele Videos geguckt von Kastenwegen. Wir haben hier einen Schutz für dieses Bliset. Das heißt, viele schlafen ja und bewegen sich nachts und kommen dann an dieses Bliset. Und das hier, dieser Schutz, finde ich echt richtig, richtig cool gelungen. Ja, also gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, oben drüber, was ganz wichtig ist, Stauraum. Und Stauraum und der ist durchgezogen, der ist groß, der ist sehr großzügig für hinten und gefällt mir sehr, sehr gut, kriegt er auch wirklich einiges rein. Hinter mir haben wir dann ein Staufach, ebenfalls richtig groß, da passt also auch einiges rein. Wenn ihr natürlich große Pullis oder Hosen habt, müsst ihr es ein bisschen kleiner falten, aber wir wissen ja, wer einen Kastenwagen hat, kann das. Und auch auf der Seite
Daneben haben wir natürlich auch noch Staufächer und auch durchgezogen lang finde ich super nett, dass es einfach so abgehakt ist, dass man da einfach viel besser sein Zeug reinmachen kann. Also das finde ich echt toll. Und dann haben wir natürlich rechts und links, wie ich es ja schon eben hier erwähnt habe, haben wir Fenster. Und wir haben hinten in der Tür zwei Fenster, was ich so richtig geil finde. Wir haben hier oben ein Heki, ja, und ich finde es einfach nur geil, weil hier kommt wirklich Licht an und Licht ist ja wichtig. Licht ist ein Wohlfühlelement und hier sind so ein paar kleine Details. Hier haben wir zwei USB-Steckdosen, hier haben wir eine 230 Volt Steckdose. Dann haben wir hier LED-Leuchte, eine. Auf der anderen Seite haben wir auch LED, die können wir natürlich verschieben und können sagen, okay, wir hätten die gerne gleich. Und machen die einfach da hinten rein, zack, und wir haben Licht hinten drin. Und was richtig, richtig cool ist, wir haben hier in der Drittstufe haben wir noch Staufächer, was ich persönlich richtig geil finde, weil es ist versteckter Raum und da passt auch einiges rein. Hier auf der rechten Seite haben wir die Absperrhähne für das Gas und auf dieser Seite haben wir dann auch nochmal Ablagefläche und die ist echt tief. Da passt was rein. Jetzt würde ich sagen, gehe ich mal duschen, denn dieses Fahrzeug hat ein Raumbad. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüssi. Und um euch das mal zu zeigen, muss ich natürlich die Tür auflassen, denn wir haben hier ein richtig geiles Raumbad. Und da nehme ich mal die Kamera. Wir haben hier nämlich mitten im Weg die Dusche, die jetzt hier abgedeckt ist. Das heißt, wir haben hier die Duschtasse, wie das vielleicht heißt. Und über der Dusche haben wir dann hier eine schöne LED-Beleuchtung. Und da gehen wir jetzt mal rein. Wir haben hier eine Stratford-Toilette, die schwenkbar ist. Wir haben hier dann ein Waschbecken, das man auch herunterklappen kann. Und die Dusche ist im Endeffekt der Wasserhahn, der dann hier hochkommt. Ich zeige euch das mal, ob man dann hier wirklich Platz hat zum Duschen. Also ich müsste hier wirklich das Ding ja mal wegmachen vom Platz hier. Da haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Tiefe. So, also ich hätte hier persönlich ein paar Problemchen zum Duschen. Was ich halt cool finde, außenrum wird nichts nass, weil ihr komplett zumachen könnt. Wirklich komplett. Und ja, aber ich müsste ein bisschen in die Hocke gehen und hätte hier ein bisschen Handicap. Wie sieht es bei dir aus, Schatz? Würdest du da reinpassen? Zeig mir das mal. Ja, also, so sieht es dann bei dir aus. Also ich kann das. Ja, also du hast da richtig Platz. Ja. Und wenn du komplett zumachst, hast du ein komplettes Badezimmer, ne? Ja. Tschüss. Also das Badezimmer gefällt mir total, bis aufs Waschbecken. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Und guck mal aus der Perspektive. Finde ich richtig geil. Ein vollwertiges Bad. Also echt total durchdacht, muss ich wirklich sagen. Ja. Wir haben hier natürlich LED-Beleuchtung. Wir haben hier auch eine Stauklappe. Wir haben hier dann einen kleinen Spiegel, wobei ich sagen muss, das ist eher so behelfsmäßig, weil ich hier keinen Platz habe, im Endeffekt mich zu schminken als Frau jetzt gesehen. Und diese Ablagefächer finde ich schön. Die haben so ein bisschen Granit-Feeling. Die glänzen so schön. Dann haben wir ein kleines Fenster und hier hinten haben wir dann auch noch ein bisschen Ablagefläche. Ja, hier ist die Dinette. Platz, wie gesagt, ja, für mich ausreichend. Aber jetzt noch eine zweite Person neben mir ist nicht möglich. Ja, also zwei schlanke Personen würden drauf passen, aber für mich persönlich... Für zwei Kinder, würde ich sagen. Für zwei Kinder wäre der Platz wirklich perfekt. Aber auch für mich muss ich sagen, ich habe hier echt Freiheit. Es funktioniert, das ist super. Ja, schönes großes Fenster. Und da ich jetzt hier schon sitze, lese ich euch mal kurz die Basisdaten, die technischen Daten und den Grundpreis vom Fahrzeug etc. durch. Wir haben hier eine Länge von 5,99 Meter, eine Breite von 2,05 Meter, was beim Kastenwagen halt so üblich ist, eine Höhe von 2,83 Meter und ein technisch zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Liegeflächen, Einzelbetten 1,98 Meter und 2,08 Meter mal 1,90 Meter. Da lässt sich echt gut schlafen drauf. Und Motorisierung, wir haben hier einen Citroen Jumper 2,2 Blue HDI mit 121 kW. Zulässige Personenzahl, die hier fahren dürfen, sind 4 Personen. Und ja,
Die Wohnwelt ist timeless, Holzdekor ist hier alles komplett in Serie, so laut Liste. Und der Grundpreis für dieses Fahrzeug sind 50.338 Euro. Und wir haben hier natürlich eine Sonderausstattung. Ja, wir haben das All-In-Paket und mit ESB, ABS, ASR, Hillholder und. Klimaanlage, Fahrerhaus, spiegelelektrisch verstellbar, Klimaautomatik, Alufelgenlight mit 16 Zoll, Metallic-Lackierung, Stoßfänger vorne lackiert, habe ich euch ja vorhin gezeigt. Elektropaket für Aufbau, Solaranlage, Vorbereitung und. So wie das Fahrzeug hier steht, kostet es 59.091 Euro. Und das ist für mich eigentlich ein sehr guter Preis für so ein Fahrzeug. Und dieses Fahrzeug ist definitiv verfügbar. Ja, könnt ihr direkt kaufen. Und zwar in Hochdorf-Assenheim bei Reisemobile euch. Ja, einfach anrufen und ihr habt sofort euren Kastenwagen. Und ich finde ihn echt total schick. Ein weiteres Detail, was dieses Fahrzeug hat, wo ich wirklich begeistert bin, ist, wir haben hier im Boden natürlich ein Staufach. Und warum ist es so toll? Viele Hersteller, wie unser Adria zum Beispiel, hat die Stange von der Dinette nämlich genau auf dem Staufach. Und hier, der Pössl hat das nicht. Das heißt, wenn wir die Klappe aufmachen, kommen wir da einfach super geil dran und haben hier auch echt gut Stauplatz. Und ja, Polster finde ich sehr schön. Und auch saubequem, also sind hart, ja, und trotzdem aber nicht zu hart. Und auch hier unten haben wir dann Stauraum, den wir nutzen können. Den können wir einmal von hier öffnen. Oder aber wir können ihn von hier öffnen. Hier oben haben wir natürlich auch noch ein Staufach über dem Fahrerhaus. Komplett durchgehend, also ein Ablagefach. Und das ist echt richtig, richtig groß. Kommen wir jetzt einfach mal zum Fahrerhaus und das zeige ich euch jetzt mal. Und schon habe ich Platz genommen, bin am Steuer von diesem Citroën. Wir haben hier ein Multifunktionslenkrad. Wir haben hier einen überschaubaren Tacho, ja, mit Drehzahlmesser und elektrische Fensterheber, elektrische Spiegel haben wir hier. Wir haben hier ein sehr aufgeräumtes Cockpit mit genug Ablagefächern. Wir haben hier Becherhalter, wir haben hier 12 Volt Anschluss, wir haben hier USB-Anschluss. Wir haben hier unten auch noch zwei Getränkehalter mit Fach. Ja, man sitzt hier echt gemütlich, gefällt mir total und ich bin jetzt schon total geil drauf, meinen Kastenwagen zu bekommen. Also echt gigantisch. 2,5 Meter breit, wie gesagt. Und ja, Sitze natürlich drehbar. Ja, ich habe hier noch genug Platz für meinen Kopf. Ja, also ich habe hier genug Freiheiten. Und auch das Fahrzeug wird mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Gut, wir haben jetzt hier kein Radio drin, aber kann man nachrüsten. Und ja, wir haben hier Klimaautomatik. Und ja, was braucht man eigentlich noch mehr? So, kommen wir jetzt mal zu meinem persönlichen laienhaften Fazit, was Kastenwagen betrifft, zum Pössl Roadster 600L. Auf Citroën-Basis. Ich finde das Fahrzeug sehr, sehr gut durchdacht, auch dass man die Betten hochklappen kann da hinten. Dieses Raumbad finde ich super, auch wenn ich jetzt ein bisschen größer bin. Ja, es hat für mich aber halt den Flair eines Badezimmers. Die Sitze sind bequem, das Cockpit ist aufgeräumt, ja. Und auch der Kühlschrank von Dometic mit den doppelten Anschlägen finde ich einfach richtig, richtig cool. Und ansonsten habe ich an diesem Fahrzeug nichts auszusetzen. Jeder Platz wurde für Stauraum genutzt, auch die Treppenstufen und so weiter, was ich wirklich super geil finde. Und auch für mich käme dieses Fahrzeug definitiv in Frage. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, verpasst ihr kein neues Video mehr. Und ich sage jetzt einfach mal ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!